Der Titel der CD ist Irgendwo auf der Welt und wir haben unterschiedliche Kapitel. Wir haben Vögel, wir haben Regen. Und dann kommen Tiere mit weichem Fell und danach Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen tierisch verhalten. Das ganze Thema ist also Natur und Tiere. Wir haben dieses Thema ausgesucht aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil wir denken, wir alle haben etwas zu tun mit Tieren und Menschen. Wir alle sehen uns darin wieder. Und der zweite Punkt ist, dass wir ja der Grundtenor der CD ist Humor. Und wir haben festgestellt, dass die meisten lustigen Lieder etwas mit Tieren zu tun haben. Und deswegen haben wir die so gesammelt. 2016 haben wir einen Wettbewerb gemacht zum Thema verfemte Musik in Schwerin. Da haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und seitdem konzentrieren wir gemeinsam in diesem Bereich, haben aber festgestellt, dass diese Zusammenfassung mit diesen humorvollen Liedern wirklich am besten funktioniert, weil das so ernste Thema von der humoristischen Seite anzunehmen, uns die Person und die Persönlichkeiten und die Geschichten dahinter noch näher bringen. Mich hat tatsächlich überrascht, dass alle Komponisten und Komponistinnen irgendwie miteinander verknüpft sind und nicht nur musikalisch, aber biografisch. Wir haben dazu mit Karin Wagner zusammengearbeitet, die in Österreich lebt und Schriftstellerin und Autorin ist. Mit der haben wir einerseits diese Zusammenhänge herausgearbeitet und sie hat aber auch den Booklet-Text geschrieben, um diese Zusammenhänge aufzuschreiben. Mich hat das auch noch überrascht, dass Humor, was vor 100 Jahren funktioniert hat, funktioniert noch immer. Und das, ja, es war sehr interessant. Wir haben dann im Proberaum geübt und fanden viele Sachen lustig, interessant, humorvoll, aber wussten nicht, ob das wirklich auf der Bühne dann funktioniert und dann tatsächlich auf der Bühne für Publikum gespielt und gemerkt, dass die auch mit uns mitlachen und ja, dass die Freude haben, zuzuhören. Ziel der CD ist, Menschen zu begeistern für dieses fantastische und interessante und so raffinierte Programm und Repertoire. Und wir glauben einfach, dass durch diesen humoristischen Ansatz die Neugierde am meisten geweckt wird. Wir hoffen, dass nach einem Konzert die Hälfte oder weiß ich nicht, ein paar Leute dazu inspiriert sind, zu Hause nochmal nachzugucken, wer ist eigentlich Erich Zeisel, wer ist eigentlich Ursula Mamlock, was hat Rosi Wertheim noch komponiert. Und dann ist unsere Hoffnung, dass das Repertoire irgendwann völlig selbstverständlich und ohne diese Schublade verfemte Musik gespielt wird. Eben weil die Musik so cool ist, wie wir glauben. Mein Lieblingslied ist eigentlich Irgendwo auf der Welt, weil ich jedes Mal, wenn wir das zusammen machen, ich singe mit Pia mit und irgendwie, das berührt mich. Ich glaube wirklich daran, dass irgendwo auf der Welt gibt es ein bisschen Seligkeit, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Glück. Und ja, ich liebe dieses Lied sehr. Was ist dein Lieblingslied? Ich glaube, mein Lieblingslied ist Der Liebhaber, weil ich finde den Reim Glatze und Katze einmalig.